Freunde, Shen TSG TV und Snickers fucking Eiscreme heute im Review. Es ist so derbe lange her, dass ich mal wieder, dass ich allgemein Snickers Eis gegessen habe. Und das gab es so oft nicht bei uns oder fast nie oder überall, wo man war, gab es immer nur Mars und keine Ahnung. Endlich Snickers Eis. Es gab, glaube ich, meines Wissens auch mal Twix. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Snickers bammt einfach alles weg. Das ist echt der geilste Shit. Hashtag Snickers for Hunger. Da los. Okay. Und hier machen wir das Ganze auf. Ziehen das auf. Und 6 Stück an der Zahl. Ich bringe mal das Ganze jetzt wieder in den Tiefkühler, weil sonst schmilzt das nur unnötig. Und Freunde, heiliger Shit, ich will nicht wissen, wie viele Jahre das her ist, dass ich das letzte Mal Snickers Eis gegessen habe. So sehen die in der Einzelverpackung aus. Ja, wie gesagt, 6 Stück pro Packung. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Ich habe echt nicht drauf geguckt. Ich habe bloß das Eis gesehen und dachte mir so, boah, Digga, musst du haben. So viele Jahre nicht mehr gegessen. Guckt euch das an. Einfach nur geil. Let's go. Mega. Es ist klar, dass man nicht reinbeißen kann wie in einen normalen Schokoriegel. Also manche Leute können das, ich nicht. Es ist sowas von genial. Guckt euch die Nüsse an. Das Karamell. Einfach nur geil. Vielleicht müsste man es, bevor man es genießt, rausnehmen. Also ein paar Minuten vorher rausnehmen. Lecker. Übelst lecker. Die Nüsse mit dem Karamell. Also Snickers war schon immer einer meiner Lieblingsriegel. Zusammen mit Twix. Mars eher nicht so, weil bei Mars kein Keks oder keine Nüsse drin sind. Also ich finde so reine Schokolade so mit Karamell ist langweilig. Lieber ein bisschen Nüsse oder Keks dazwischen. Viel geiler. Genial. Das Geilste ist einfach Karamell. Also es gibt nichts Geileres als Karamell. Auch viel besser als Schokolade, finde ich. Es gab sogar mal Snickers. Schokoriegel Snickers Maximum oder so hießen die. Oder irgendwie so ähnlich. Und waren begrenzt leider nur, also war eine Limited Edition. Da waren nur Nüsse und Karamell drin. Ach, das war der geilste Riegel ever. Keine Ahnung, man macht immer das, was ich immer esse, gibt es immer bloß limitiert, habe ich das Gefühl. Sehr eigenartig, sehr traurig vor allem. Aber dennoch ist dieses Eis mega heftig. Geil. Freunde, lasst das Innenleben. Zerkau gerade die Nüsse. Geil. Es gibt nichts Geileres als Eis, als Snickers. Außer Twix vielleicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob demnächst auch mal wieder ein anderes Eis kommt. Ich kann es euch nicht versprechen. Aber das wollte ich einfach mal gezeigt haben. Ein Eis, was ich ewig nicht mehr gegessen habe. Es gab früher mal ein Eis aus meiner Kindheit. Ich weiß leider nicht mal, wie es heißt, aber das wird es auch gar nicht mehr geben. Das ist schon verdammt lange her. Ich glaube, das war 99 oder so. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Richtig scheiße. Sonst hätte man mal gucken können, ob das noch existiert. Aber scheiß da unten drauf. Eis ist nicht alles im Leben. Aber es ist lecker mal für zwischendurch. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Freunde. Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.